Hallo und willkommen auch dieses Jahr. Was haben wir Neues? Dieses Jahr bringt uns Haribo wieder Neuigkeiten wie immer im Januar. Und diesmal sogar mit Piratenprobierbeuteln. Ja, Haribo Neuheiten. Was ist das Neue an den Neuheiten? Dass es 30 weniger Zucker darin gibt und 30%. 30% weniger Zucker und 20% weniger Inhalt. Juhu! Das heißt, ich mache gleich zweifach Diät. Das ist quasi die halbe also Gummibärchen. Ja, also. Und eine Portion ist ja sowieso erstaunlich klein. Ja, das wollen wir mal rausfinden. Denn, also das sind hier die Fruity Penguins und das hier sind die Foodilicious. Und die haben nämlich nur nach 54 Gramm Kohlenhydrate, davon ca. 34 Gramm. Und bei den normalen war es 20 Gramm jeweils mehr pro 100 Gramm. Aber in diesem Beutel sind halt statt 200 Gramm auch nur noch 160 Gramm. Also aber bei vollem Preis. Bei vollem Preis, genau. Also ein Probierbeutel zum halben Preis. Nein, zum vollen Preis. So in etwa. Oh ja, und da steht nämlich, eine Portion entspricht einer kleinen Handvoll. Ja, mal gucken, was denn so eine kleine Handvoll ist. Da hast du ja auch mindestens so kleine Hände gespannt. Ja, dann kriegt man ein bisschen was raus. Ja, jetzt klingen gerade alle durcheinander. Also offensichtlich ist das die Farbe, wie man es portionieren kann. Das ist also eine kleine Hand. So, ich versuche es mal auseinander zu. Du nimmst dir jetzt mal wirklich nur eine kleine Hand. So eine kleine Hand? Also, das ist dann so. Aber das ist dann quasi auch. Ach so, wirklich schon eine kleine Hand. Ja, aber das kann ich dann auch tatsächlich auf einmal in den Mund stopfen. Na dann, schmeiß mal auf die Waage. Und selbst das ist 32 Gramm und mehr als das, was Haribo vorschlägt. Ein Gummibärchen, 2, 3, 4, 5, mein Gott, das ist spannend, 6, 7 Gummibärchen, das muss für den Tag reichen. Das? Gut. Also, dieser klägliche Haufen, das ist eine Portion. Eine kleine Hand. Eine kleine, ja und gut. Eine Portion. Und eine Portion. Ich weiß nicht, für jemanden meiner Größe wird das nicht reichen. Aber testen wir doch mal, wie schmecken denn die Gummibärchen? Oder frisst du die ganze Zeit schon welche? Ja. Sind relativ klebrig, das man ja schon gemerkt hat, als ich irgendwie alle auf einmal rausgezogen habe. Kann nicht an der Hitze heute liegen. Nee. Die sind relativ fest. Die sind relativ fest, aber klebrig. Aber ich finde sie geschmacklich jetzt auch nicht die Neuerung irgendwie. Also nö, aber dafür sind sie weniger Zucker, sind sie weniger süß. Auf jeden Fall sind Fruchtsaft, aus Fruchtsaft kommt es ran, dabei Ananas, Apfel, Orange, Brombeere, Wassermelone. Ja. Pflanzenkonzentrate, Karotte, Apfel, Spirulina, Süßkartoffel, Paprika, Hibiskus, Tomate, Rettich, schwarze Johannisbeere. Also ich finde, sie kauen sich zäher als normale Gummibärchen. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Am Süßkartoffelsaft. Bestimmt haben sie Süßkartoffel da. Ich überlege gerade, was sie zu vergleichen werden. Eigentlich sind sie relativ gängig zu all den Dingern mit Schaumstoff dazu. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ja, gab es letztes Jahr bestimmt Dutzend davon. Ja. Die sind sehr klebrig. Ich krieg die Portion, die ich mir in die Hand genommen habe, kaum noch raus. Hergestellt in der EU. Bin ich mal in Bonn. Das sagt das ja nicht. Ja, gut. Aber sonst hätten wir gesagt, made in Germany oder so. Vielleicht haben sie aber Werke überall in Europa und wollen sich nicht mehr festlegen, in welchem sie wann was herstellen. Ja, ist das hier nur Bach? Okay, kann man machen. Das Gemeine ist natürlich, dass ich vorher von Proben entkomme. Ja. Probieren wir die unglaublichen Fruit Delicious. Ach, das ist mir aufgefallen, es ist jetzt kein Süßstoff oder sowas drin. So, ja, dieses probierte Beutelchen gab es dazu. Eine Portion. Ne? Also 25 Gramm waren das. Als Aktion oder was? Ja. Damit hast du ja zum vollen Preis ja fast schon wieder eine komplette Gummibärenpackung. Ja. Schmecken wie Saftbeeren. Oder die sind in zwei Dinger. Da ist die voller Saftanteil. Aber auch da merkt man es nicht, dass es weniger süß ist. Also von daher, also das Versprechen stimmt schon mal. Also, dass ich dann nur gleich in der Menge verarscht werde. Also, obwohl wir nicht wissen, bei der Tüte, wie die 200 Gramm Tüte aussieht. Die sahen aber alle genauso aus wie die. Okay. Also, es gibt auch noch eine dritte Sorte, habe ich aber vergessen, was da war. Da war irgendwas mit See. Mit See? Schmeckt bestimmt nach Fisch. Hast du schon deine 7 Stück gegessen?
Von denen? Von allen. Ja, also wenn man ein Kind hat, was man erzählen also möchte, weniger zu essen oder so, das klappt bestimmt toll und dafür sind wir bestimmt brauchbar. Ansonsten finde ich das natürlich schon eine harte Geschichte, dass Haribo einen so verarscht und wegen, hey, die Beutel werden mal kleiner. Vielleicht ist es gerade der Single-Haushalt und so. Nicht jeder isst sowas zum Frühstück wie du. Ich esse auch nicht den Kilo Eimer Haribo zum Frühstück. Das ist Mittag- und Abendessen. Naja. Zum Frühstück ist natürlich die Cornflakes. Cornflakes mit Nutella. Genau. Nein, man muss ja so einen Beutel theoretisch nicht an einem Tag aufessen. Man kann ja auch am nächsten Tag noch ein bisschen was zu Ende essen. Ich weiß, das ist nur blanke Theorie. Ich finde das auch lustig, wenn Kekse noch so ein Klebeband haben, um die nochmal zuzumachen, wenn sie schon mal offen sind. Bei manchen Beutelgrößen finde ich das auch sehr albern. Also da muss das schon, also beim 500-Gramm-Paket ja. Wenn das dieses 150-Gramm-Paket ist und dann diese Klebelasche, denke ich auch so, dann nehme ich 5 Kekse raus und dann ist noch einer übrig und dann denke ich, den esse ich jetzt auch noch, bevor ich dann das wieder zuklebe. Und aber jetzt wissen die Leute, dass wir einfach keinen Willen haben, um das zu lassen. Und damit, wir essen jetzt noch den Rest alleine. Ein frohes neues Jahr und bis demnächst.